bedrückender Gedanke. Hi, Kumpel. Vielleicht können wir hieraus eine Fischzucht oder so machen. Dass du nicht sagst. Jetzt mit Eden zusammenzuarbeiten, ist keine leichte Sache. Nicht weit von hier ist der Ort, an dem die New Edener ihre Toten verbrennen. Ich habe Geschichten darüber gehört, dass es da eine Art Schatzkammer geben soll. Sollte man sich mal angucken. Lass dich von Eden nicht übers Ohr hauen, Captain. Hörst du meine Stimme? Geh dorthin, wo alles endete und alles begann.
bloß wieder rauskommen. Hilfe! Oh Gott, danke. Ich schlaf kaum noch, seit ich weiß, wie angreifbar unser Zuhause ist. Hörte ich Gottes Stimme. Er offenbarte mir den schwierigen Pfad, der vor mir lag. Ich folgte diesem Pfad und fand ein Ende. Und einen Anfang. Bewahre dir ein offenes Herz. Setze die Vergangenheit zusammen. Sünden der Welt wurden im gerechten Feuer Gottes ausgelöscht. Nur jene, die auf die Zeichen achteten, wurden verschont. Und New Eden erhob sich aus der Asche. Musst du alles Nutzlose verbrennen.
musst du alles Nutzlose verbrennen. Die Flamme von Eden wird jede Sünde verbrennen, die wieder Wurzeln schlagen will. Menschen haben gegen uns gekämpft. Sie wollten unsere Familie zerstören. Sie schlugen alles in Stücke. Doch wir hielten stand. Du musst alles zerstören, was der Wahrheit im Wege steht. Sehen. Du musst alles zerstören, was der Wahrheit im Wege steht. Und durch das Licht? Wiedersehen. Nur wir sind stark genug, um in der neuen Welt zu leben, die Gott uns gegeben hat. Sich Vergangenheit und Gegenwart in den Kreislauf der Zeit einfügen. Thank you.
einzelne Stück muss dahin, wo es hingehört. Es darf nichts fehlen. Immer weiter ins Chaos, bis nur noch wir übrig waren. Sich Vergangenheit und Gegenwart in den Kreislauf der Zeit einfügen. Zivilisation driftete immer weiter ins Chaos, bis nur noch wir übrig waren. Sünde befreit. Und doch gibt es sie noch. Die Sünde liegt uns im Blut, im Fleisch, in der Seele. Gott hat mich vor dem Kollaps gewarnt. Und ich sammelte meine Familie, um uns vorzubereiten. Doch die Hölle folgte dem weißen Pferd. Einem, das nicht einfach umbringen konnte. Und mein Pfad endete hier. In diesen Mauern. Mein einstiger Feind
neuen Lebenszweck. Ich dachte, ich hätte meine Pflicht gegenüber Gott erfüllt. Doch eines hatte er mir noch zu sagen. Die Highwaymen haben das alte Wasserloch besetzt. Wenn du sie verjagen könntest, hätten wir gleich noch Ethanol. Das können wir gut gebrauchen. Edens Unterstützung. Drüben bei der Kirche habe ich Highwaymen schreien hören. Anscheinend hindern sie viel Fraße daran, in einen Schuppen mit gutem Zeug reinzukommen. Ich denke, du hast eine bessere Verwendung für den Kram. Tolles Panorama.
Tag was Neues. Du hast während der Belagerung echt geholfen. Du bist anders, als ich dachte. Das Gleiche gilt wohl auch für mich. Wenn du den alten Mann sprechen willst, nun. Also, hast du das Buch? Weißt du, was das ist? Das Wort Josephs. Seine Lehren, seine Führung, seine Weisheit und sein Wahnsinn. Ich habe überall danach gesucht. Joseph sagte, dass derjenige, der es findet, von Gott zum Herrscher von Eden erwählt wird. Und du bringst es uns zurück. Nicht ich. An mich haben sie sich gewandt, als er Richtung Norden verschwand. Ich war es, der die Familie zusammengehalten hat. Mich wählten sie zum Anführer. Ich habe sie vor den Heuschrecken und den Schlangen beschützt. Ich habe uns alle hinter diesen Mauern am Leben gehalten. Nicht der alte Mann, ich! Vater wollte ein Paradies erschaffen, aber als es schwierig wurde, lief er davon. Du kamst, um ihn um Hilfe zu bitten. Aber Joseph ist tot. Niemand hier möchte es zugeben, aber es ist die Wahrheit. Unsere Familie glaubt immer noch an ihn und wird nicht aufhören, an ihn zu glauben, bis sie endlich alle verstehen, dass er nicht der Messias war. Er war nur ein Mensch.
Sie müssen es selbst sehen. Bring mir einen Beweis für seinen Tod. Dann helfe ich euch. Aber New Eden wird nicht zulassen, dass du nach Norden ziehst, bevor du die Flamme entzündet und dich als würdig erwiesen hast. Alle kennen das Zeichen. Sie werden dich zur Flamme führen. Ich hab Glück, dass ich noch erlebe, wie sich all das hier entwickelt. Warten wir das alles mal ab. Ich weiß, wer du bist. Die Highwaymen haben deutlich gezeigt, dass sie dich vernichten wollen. Das letzte Mal, als die Highwaymen einen Angriff geplant haben, wurden wir aus unseren Gebieten vertrieben. Ethan hat dich als einen gezeichnet, der die Flamme des neuen Eden erneut entzünden will. Die Banditen, die uns das Land abgenommen haben, haben sie gelöscht. Sie befindet sich am Fuße der gefallenen Statue von Joseph, die ein Sünder vor vielen Jahren zum Einsturz brachte. Dort ist eine Gruppe Auserwählter. Sie werden dir helfen. Hallo. Guten Tag, was?
gleich da. Richtig an, mit New Eden zu kooperieren. Aber Rush und Kim werden schon wissen, was sie tun. Dafür muss ich meinem Schutzengel danken. Thank you.
funktioniert sonst. Alles klar, gehen wir.